Es wäre nochmal Zeit für ein Kohlekraftwerk-Update dann gleich. Für Elektronik brauche ich wiederum Energie, Quarzsand und Draht. Quarzsand und Draht habe ich hier relativ nah beieinander. Das ist kein Problem. Und die Energie würde ich dann sagen, holen wir auch von hier unten raus. EZW. So, jetzt müssen wir nämlich keine Vertiefung mehr fahren. Jetzt sollten die Loks da besser durchkommen. Dann können wir dann jetzt nämlich auch hier noch einen vierten Bahnhof dann anfügen. So. So, und jetzt würde ich dann gleich erst einmal erst noch einen zweiten Drahtwickler. So, und dann können wir mit Draht verkaufen. Das bringt jetzt zwar nicht viel, aber solange wir den Draht noch nicht brauchen, haben wir mal eine erste Industriekette. Ja, und jetzt erstmal Dings Kohlekraftwerk updaten. Upgraden, so. So, dann passt nämlich da auch mehr rein. Ja, hoppala, warum ist denn der schon leer? Ja, dann müssen wir gleich mal hier noch ein bisschen die Kohle erweitern, schon schwitzt ja nichts. Dann nehmen wir hier noch zwei Dinger an. So.
Nakatani besitzt alles und verliert trotzdem Geld. Ja, das ist so eine dieser Dinge im Leben. So, jawohl. Level aufgestiegen. Gut. So, Industrie. Ah, Elektronik kostet 4000. Entwickler. Am Ende vom Gleis steht übrigens ein Prellbock, aber am Ende vom Bahnhof steht nichts. Das finde ich ja auch herrlich. So. Ah ja, okay, wie sieht's hier aus? Die laufen irgendwie immer noch leer. Wasserdampf, ohne den man nicht leben kann. Meine ich eigentlich, die kommen gar nicht hinterher. So, jetzt brauchen wir erstmal den. Aus Stahl und Draht könnte ich auch Waren herstellen, aber hier kriege ich halt 3 Waren. Das ist halt die bessere Alternative. So, jetzt brauchen wir noch einen Quarzsandvorkommen. So. Industrie, Quarzsandvorkommen.
So, jetzt gucken wir, dass wir möglichst mit dem Ding arbeiten können. Hä? Warum denn das? Das will ich doch gar nicht. So. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier, hier, hier. Jetzt brauchen wir ein Quarzsand und zwei Draht. Energie haben wir ja schon hier. Das heißt, zwei Quarzsand, vier Draht, zwei Abfall für alle Fälle. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich der Abfall von vornherein nicht ausreichen wird für diese Dinge. Außer natürlich, ich würde hier runter bauen und noch an das Ding anhalten, gell? Und hier noch Abfall verteile, wenn es dann Ding. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir erstmal hin. Eine Bergsteigerlokomotive, zwei Quarz, viermal Draht, zweimal Abfall. Können wir nachher dann so machen, wenn wir Ding. So, jetzt müssen wir das erste Ding produzieren. Yep. So, und wenn wir hier noch Draht dann zum Ding, dann haben wir ja. Dann haben wir mit einem einfachen Umweg. Einfachen Umweg haben wir das Doppelte rausgeholt. So, und jetzt müssen wir einen von euch verkaufen, weil jetzt brauchen wir den Draht drüber an der Elektronik. Ja. Du Dolle, da sollst du eigentlich gerade nicht mit dem Draht hinfahren. Oh. Produziere nochmal schnell zwei Draht. Ach, jetzt hat er den Quarzsand da drüben schon abgeladen. Naja, geil. Holen wir in der nächsten Runde wieder. So, und dann nehmen wir zweimal Ding wieder mit. Und das können wir dann nachher hier noch mit reintun.
Gut, dann damit läuft Elektronik. Und sobald wir hier Elektronik produzieren, dann, ja, dann kommen wir da dran. Okay. So. Wasserpumpen werden wir auf früh oder lang, auf kurz oder lang auch nochmal Ding. So, jetzt brauchen wir das nächste. Als nächstes brauchen wir wieder. Ich bin mir gleich am Überlegen, sollen wir Solvenz produzieren? Davon haben wir ja jede Menge. Aber Solvenz braucht halt natürlich Wasser. Wasser, Öl und Ding. Auf der anderen Seite. Na gut, und wir machen halt natürlich auch wieder Ding. Ich meine, Wasser und Öl habe ich hier. Da komme ich ohne große Probleme dran. Und Ding muss ich ja sowieso, Reagenzien muss ich ja sowieso in großem Maße bauen. Dann würde ich doch eigentlich mal sagen, wo machen wir unsere Reagenzienproduktion? Auf welchem Quadrat? Am besten hier oder hier. Okay, pass auf. Reagenzien zuerst verkaufen. Ja, und es war natürlich wieder klar, dass das so nicht aufgeht, wie ich mir das gedacht hatte. So. Dann sprudelt erstmal das schwarze Gold hier und dann müssen wir die Reagenzien ja erstmal wieder hier rüberbringen. Ausgewogenes Tempo. Weiß nicht, ob ich da doch eher die lange Ding, aber okay, pass auf jetzt. Erste Mal eh nur fürs Ding. Komischerweise
Ja, okay, wir lassen es erstmal so. Geht vielleicht ein bisschen langsamer, aber wir brauchen ja jetzt schon 3 Wasser, okay. Da kommen wir irgendwie damit hin. Setzen wir halt noch eine dritte Lokomotive ein. Diesmal gerade umgekehrt. So. Ja, hier ist nämlich jetzt auch schon Katalysator aktiv, weil hier schon kein Platz mehr ist. Das hatten wir fast gedacht. Aber hier ist noch ein bisschen Platz. Also da haben wir noch. Da passt es ja noch ein bisschen. Na doch, 50 ist doch. 50 km/h ist doch da gar nicht so schlecht, finde ich. Fast. Vielleicht machen wir mal 2 an. Hier scheint es ja produktionstechnisch gar nicht so schlecht zu sein. Nur gucken, ob wir mit 6 Anhängern immer noch auf 50 kommen. Ich meine, er braucht jetzt nur noch ein Ding. Ah ne, guck mal, 44, das hat ja harter Einschlag. Dann machen wir es doch so. So, jetzt haben wir eigentlich schon das Problem, dass hier schon wieder das Öl langsam knapp wird. Vierer, acht Anhänger. Ja. So, wie schnell schafft der jetzt das? Auf der Ebene 50, aber der schafft es auch mit 8 Anhängern. Gut. So, läuft. Da können wir nachher nochmal 1, 2, ich glaube 5 Ölpumpen kriegen wir nochmal hin, wenn wir sparsam sind. So, das heißt als nächstes brauchen wir, gehen wir am besten wieder auf Ding. Waren haben wir schon, als nächstes gehen wir auf die CPUs. Na, mit dem Wasser kommen wir gerade noch so hin. So. Also, und für die CPUs brauchen wir natürlich Reagenzien. So, und ansonsten brauchen wir auch nur Draht und Quarzsand. Das heißt, das kriegen wir noch irgendwie noch, oder? Der ich sage. Industrie, nochmal Quarzsand direkt nebendran. Langt es vom Ding her? Ne, langt nicht, aber hier langt es.
Also, warte mal, ich brauche. Brauche ja zuerst den. Wo ist Neon-Raffinerie? Die Neon-Raffinerie brauchen wir ja zuerst. Vorher macht der andere Ding ja gar keinen Sinn. Alter, was ist das immer mit diesem Streckenbau? Ich will hier extra eine kurze Linie ziehen und nein, er nimmt es wieder weg. Okay. Drei Quarzsand, zwei Draht, ein Neongas. Neongas machen wir direkt hier nebenan. Neongas kommt hier hin. So, und dann würde ich sagen, drei Quarzsand und zwei Draht, das heißt sechs. Sechs davon, vier davon, zwei davon. Genau. Genau. So, Draht sieht ja sowieso noch gut aus. Davon haben wir noch genügend. Da können wir immer noch exportieren ein bisschen. So, und dann haben wir Neon, dann haben wir gleich CPUs. Da werden wir dann wahrscheinlich nachher nochmal upgraden müssen. Definitiv, hier sowieso. Industrie nochmal ein Ding. Mehr Öl. Das mit dem Gas tut mir leid. Ja, mir nicht. Das Ding ist jetzt nur, dass man wahrscheinlich in okay, jetzt kommen wir mit dem Wasser nicht hinterher, weil wir schon fünf Wasser brauchen. Dann müssen wir doch gerade nochmal ein Ding.
Also brauchst schon 5 Wasser, weißt du, um da so weit zu kommen. Okay.